In genau einem Jahr dürfte es so allmählich spannend werden, was die Landtagswahlen in Ostdeutschland betrifft. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen finden nämlich nächstes Jahr Landtagswahlen statt. Und da dürften wir uns so allmählich in einem Jahr der heißen Wahlkampfphase zuwenden. Zumindest in Brandenburg kann man das schon relativ sicher sagen, denn da gibt es auch einen festen Wahltermin, nämlich den 22. September 2024. Und mit Brandenburg wollen wir uns in diesem Video auch genauer befassen. Wir wollen nämlich mal wieder auf den aktuellen Stand der Umfrageergebnisse blicken. Das ist ja immer mal wieder interessant, das zu machen. Ja, Stand der Umfrageergebnisse ist der gestrige Samstag, der 26. August. Und ich habe mal hier zwei Umfrageergebnisse aufgeführt. Ein Ergebnis stammt aus diesem Monat, nämlich von der Wahlkreisprognose vom 14. August. Und dann habe ich noch das INSA-Ergebnis vom letzten Monat hier aufgeführt, vom 4. Juli. Das spielt zwar für die Berechnungen keine Rolle, weil mir das schon wieder ein Tick zu alt ist, aber ich wollte jetzt nicht nur dieses eine Ergebnis von der Wahlkreisprognose hier an dieser Stelle zeigen. Ja, schauen wir uns mal an, wie sieht es denn aktuell aus, wenn wir auf Rang 1 blicken. Dann ist das mittlerweile, glaube ich, wenig verwunderlich für ostdeutsche Bundesländer. Da liegt nämlich die AfD vorne. 30% sind es bei der Wahlkreisprognose, 28% sind es bei INSA. In beiden Fällen ist das Rang 1 und zwar auch mit klarem Vorsprung. 5% Vorsprung hat man bei der Wahlkreisprognose auf die SPD, 7 sind sogar bei INSA auf die SPD. Das heißt, würde jetzt gewählt werden, würde die AfD ziemlich sicher auf Rang 1 in Brandenburg kommen. Und das auch unter Zugewinn im Vergleich zu 2019. Da hat man mit 23,5% den zweiten Rang geholt und war ja auch schon damals nicht so weit entfernt von der SPD, die ja den Sieg mit 26,2% geholt hatte. Ja, also die AfD liegt momentan auf Rang 1. Auf Rang 2 haben wir die SPD, die stellt mit Dietmar Woidke auch aktuell den amtierenden Ministerpräsidenten von Brandenburg. Und für die SPD wird es sehr wichtig sein, zumindest Zweitplatzierte zu werden oder anders gesagt vor der CDU zu landen, um auch weiterhin optimale Chancen zu haben, mit Dietmar Woidke weiterhin das Land zu regieren. Ja, 25% sehen wir bei der Wahlkreisprognose, 21% bei INSA. Das sind schlechtere Werte als 2019. Da hat man das bis dato schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Brandenburg geholt. Das heißt, der SPD droht es nochmal einen historischen Tiefstand zu erreichen bei der nächsten Landtagswahl. Aber es ist immerhin für die SPD sehr wichtig, den zweiten Rang zu holen. Und das sieht sehr gut aus Sicht der Sozialdemokraten. 10% Vorsprung hat man auf die CDU laut der Wahlkreisprognose, 3% laut INSA. Aber es sieht so aus, als würde man aktuell sicher auf dem zweiten Rang landen. Ja, und die CDU, die kommt auf 15% bzw. 18% laut INSA. Und das sind Werte, die so um das Ergebnis von 2019 liegen. Damals mit den 15,6% hat man wie die SPD das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Brandenburg geholt. Und aktuell kann man tatsächlich nicht ausschließen, dass es für die CDU nochmal etwas schlimmer kommen könnte. Denn die Wahlkreisprognose sieht die CDU eben bei 15 und nicht irgendwo bei 16% zum Beispiel. Also es kann durchaus sein, dass die CDU nochmal einen historischen Tiefstand erreicht bei der Wahl. Und ja, wie gesagt, nach vorne geht aktuell nicht. 10% Rückstand sind es laut Wahlkreisprognose auf die SPD. Der dritte Rang ist relativ manifestiert, von hinten droht, wenn man das mal hier so blickt, auch erstmal keine Gefahr. Ja, und dann wird es laut der Wahlkreisprognose ziemlich spannend, was Rang 4 betrifft, denn Linke, Grüne und die Freien Wähler duellieren sich hier aktuell. Die Linke hat dann noch das beste Ende für sich mit 8%, 7 sind es bei Grünen und Freien Wähler und laut INSA gibt es zumindest ein Duell zwischen Linke und Grünen um Rang 4. Also sicher ist der vierte Rang für die Linke tatsächlich nicht. Und wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, 10% bei INSA, 8% bei der Wahlkreisprognose, dann liegen diese Werte auch unterhalb des Ergebnisses von 2019. Ja, und jetzt könnt ihr dreimal raten, SPD und CDU, da hatte ich ja gesagt, historisch schlechtestes Ergebnis 2019. Das gleiche liegt hier tatsächlich auch bei der Linken vor. 2019 hat sie ihr bis dato schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Brandenburg erzielt. Auch als sie noch nicht Linke hieß, sondern PDS, hatte sie nach der Wiedervereinigung nie ein schlechteres Wahlergebnis als diese 10,7% geholt. Also die PDS war auch noch besser eben als diese 10,7%, aber 10,7% ist eben der historische Tiefstand und aktuell würde die Linke diesen nochmal unterbieten. Ja, bei Wahlkreisprognose und bei INSA sieht es aber momentan zumindest vom Ergebnis her aus, als könnten sie vierte Kraft werden. Dahinter, laut Wahlkreisprognose, wird es eng zwischen Grünen und Freien Wähler. 7% sehen wir da jeweils. Für die Grünen bedeutet das ein bisschen was an Verlusten. Man fällt vom historisch besten Ergebnis also ein bisschen zurück. Für die Freien Wähler dagegen würden die 7% ein neues Rekordergebnis bedeuten. Das hatte man 2019 mit den 5,0% schon geholt. Und auch INSA sieht die Freien Wähler bei 5%. Also ein Wiedereinzug in den Landtag scheint relativ wahrscheinlich zu sein, zumal ja die Freien Wähler auch gute Chancen haben, wieder ein Direktmandat zu holen. Und wer sich jetzt fragt, warum heißen die eigentlich BVB, FW? Die Freien Wähler heißen in Brandenburg nämlich vollständig Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung. Das eben ist hier die Abkürzung BVB und dann eben Freie Wähler. Ja, und bleibt hier noch
unter den Parteien, die wir sehen können. Die FDP übrig, die scheint nach wie vor außerhalb des Landtages zu bleiben. Das heißt, das letzte Mal, dass man bei einer Wahl über 5% gekommen ist, ist datiert auf das Jahr 2009 mit 7,2%. Und die sonstigen, die liegen bei 6%. Da sieht es aber nicht so aus, dass eine der sonstigen Parteien es in den Landtag schaffen wird. Schauen wir mal auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Wahl. Es ist eigentlich relativ schnell erzählt. Alle Parteien sind im Minusbereich, außer die Freien Wähler und die AfD. Und die sonstigen als Gruppe von vielen Parteien, die liegen insgesamt auch im positiven Bereich. Das größte Plus hat aktuell die AfD mit 6,5%. Die Freien Wähler würden 2% gut machen. Wie gesagt, das sind die Werte hier von der Wahlkreisprognose, nicht irgendwie vermischt mit den Werten von INSA. Die sonstigen liegen 1,9% oberhalb des Wahlergebnisses von 2019 und ansonsten sehen wir hier nur negative Balken. Die CDU hält mehr oder weniger das Niveau, die SPD verliert 1,2%. Die FDP halbiert sich, minus 2,1%, die Linke verliert 2,7% und die Grünen sind aktuell die größten Verlierer mit minus 3,8%. Jetzt wird es spannend, schauen wir mal auf die Sitzverteilung. 88 Sitze gibt es regulär im Landtag in Brandenburg bzw. in Potsdam und schauen wir mal, wie denn die Sitzverteilung aktuell aussieht. Die Linke kommt auf 7 Sitze, die SPD auf 24, die Grünen auf 7. Die Freien Wähler ebenfalls auf 7, die CDU auf 14 und die AfD auf 29 Sitze. Und ja, wenn wir jetzt auf die Koalitionsoptionen blicken, dann sehen wir, gibt es zwei grün hinterlegte. Also, oder mit anderen Worten gesagt, für Zweierbündnisse, zumindest für realistische Zweierbündnisse, reicht es nicht. Das heißt, wir müssen auf Dreierbündnisse umschwenken. Da könnte die aktuelle Regierung, das ist die Kenia-Koalition, womöglich eben weitermachen. Was wir aber auch sehen können ist, das ist eine enge Kiste. 45 Sitze braucht man für die absolute Mehrheit. Die Kenia-Koalition hat genau diese 45 Sitze. Also es könnte auch knapp nicht reichen. Und ein Bündnis SPD-Freie Wähler-CDU hätte auch 45 Sitze, würde also genauso knapp sein, könnte also auch knapp nicht reichen. Also es kann durchaus passieren, dass je nachdem, wie die Wahl ausgehen wird, sogar ein Viererbündnis gebraucht werden würde zwischen SPD, Grünen, Freien Wählern und CDU. Aber zumindest laut der aktuellen Sitzverteilung würde es ja ganz knapp für die aktuell regierende Kenia-Koalition zumindest noch reichen. Und die wäre dann SPD geführt, Dietmar Woidke könnte im Amt bleiben. Und deswegen ist es eben auch für die SPD wichtig, vor der CDU zu sein. Denn es ist ein Bündnis ohne CDU nicht möglich für die SPD. Und dann ist es eben entscheidend, stärker zu sein als die CDU, um auch weiterhin mit Dietmar Woidke den Ministerpräsidenten stellen zu können. Anders gesprochen, die CDU muss, um in Brandenburg die Ministerpräsidentschaft übernehmen zu können, tatsächlich stärker werden als die SPD. Und danach sieht es, wenn man auf die Werte schaut, aktuell eben nicht aus. Ja, jetzt schauen wir mal auf den Fall. Wir haben ja bei INSA gesehen, die Freien Wähler kommen so auf 5%. Was wäre, wenn die Freien Wähler es gar nicht ins Parlament schaffen würden? Das ist tatsächlich, würde ich sagen, momentan eher unrealistisch, zumal auch die Freien Wähler eben ein Direktmandat holen könnten und ich glaube, dann die Grundmandatsklausel erfüllen würden. Aber was wäre, wenn also die Freien Wähler sämtliche Ziele verfehlen würden? Dann würde es für die Kenia-Koalition relativ sicher reichen. Dann sind es 49 Sitze aktuell, aber danach sieht es eben aktuell nicht aus. Wir müssen von diesem Fall her ausgehen. Und da könnte es für die Dreierkonstellation SPD, Grüne und CDU wirklich sehr, sehr knapp werden. Gerade auch mit aktuell schwächelnden Grünen könnte das am Ende nicht reichen. Vielleicht muss man mit den Freien Wählern zusammengehen. Oder eben, man braucht sogar ein Viererbündnis. Also da kann einiges passieren in Brandenburg. Es wird also vielleicht sogar ziemlich spannend werden, zumindest ein Jahr und einen Monat vor der Wahl etwa, kann man sagen. Es ist ziemlich spannend, was so Koalitionsoptionen betrifft. Ja, und das soll es jetzt zu diesem Video gewesen sein.